Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Der Thompson. Servus. Ja, und ich bin auch bei mir. Ja, weil ich das auch. Wir sind hoffentlich zu hören. Wir haben vorher keinen Soundcheck gemacht, aber. Ja, seid ihr. Innerlich habe ich einen Soundcheck gemacht. Ja. Check 1. Ja, wie soll ich jetzt anfangen? Warum stehe ich hier und fahre durch die Gegend? Genau, ich habe mir hier oben einmal auf der Fabrik ein rundlaufendes Förderband gebaut, weil ich eine ganze Weile in dieser Fabrik zugebracht habe, ganz alleine, einfach nur wartend darauf, dass die Produktion was tut. Dabei habe ich wirklich nur gewartet. Und mein Zimmer damit geheizt, das muss ich auch damit sagen. Also mein Wohnzimmer war durchaus 3 Grad wärmer, nachdem ich 10 Stunden lang Satisfactory einfach nur angelassen habe. Ich habe ja nicht mal was gemacht. Ja, das, ja gut, ist halt so. So, dann wollen wir mal floppen hier. Okay, auf der Etage hat noch keiner was gebaut, okay. Floppen wir mal hier rein. Hier müsste jetzt irgendeiner schon ein bisschen was gebaut haben, wenn ich recht erinnere. Hast du gesagt, du bist auf der zweiten Etage am Bauen, ne? Ja, genau. Ja, davon bist du. Ja. Hast du noch eine weitere Kranzfabrik angefangen? Nee, ne? Nee. Setzen wir hier noch eine weitere Kranzfabrik erstmal ein. Das ist, glaube ich, wichtiger, weil damit können wir unten dann zumindest ein bisschen was. Ich glaube, wir müssen dann nämlich auch noch eine Zweigefabrik machen. Ich guck mal ganz kurz, wie voll das Lager da hinten ist. Aber gut, das Lager ist voll. Lager mit Zweigen ist voll? Also Zweige haben wir genug. Uff. Zack. So. Oh, na, wie man es nimmt mit voll, ne? Und da die Kisten mit den Kugeln sind auch voll. Ja, unten haben wir ja auch noch genug Kugeln, also da können wir noch Kugeln hochholen oder sowas, keine Ahnung. Ja. Aber wir können ja hier quasi diese Kugeln noch mit anbauen, diese silbernen Kugeln. Das ist ein Kugelhaufenmacher, ne? Dann können wir hier in der Mitte vielleicht noch einen dritten Kugelhaufenmacher hinbauen. Noch mehr Kugelhaufen kriegen. Weil da haben wir hier 19. Ich glaube, hier habe ich vollgeschmissen. Ich habe mal ein paar rübergetragen. Um hier noch mehr Kränze zu haben, genau. Hier sind gerade keine Kränze da. Wo sind die hin? Die sind da schon reingelaufen? Ja. Dann hast du schon Candy Canes reingepappt. Achso, okay. Gut, also hier haben wir dann auch schon ein paar von den großen Sternen oder haben wir hier noch keinen? Ah, 2, immerhin. Und unten haben wir, ich glaube, 300 oder so. Boah, ich guck mal. Also ich habe nachher, heute beim Leerlauf habe ich schon, da bin ich ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe dann erstmal sozusagen Materialien von allen Ebenen zusammengesammelt und dann da unten erstmal reingeworfen, damit es ein bisschen was wird. Ja. Ach, jetzt fliege ich wieder nach oben. Fliege ich noch weiter nach oben, weil ich dumm bin. Ich glaube, das müssen wir unbedingt mal einleuchtend machen, dass dann eine Seite ist nach oben, andere Seite ist nach unten. Ich würde gerne Schilder haben und das beschriften. Ja, das wäre natürlich auch sehr schön, ja. So, denn wir brauchen von diesen Baumspitzen, Kirschbaumspitz mit Sternchen, brauchen wir am Ende des Tages 500. Das sind Geschenke hier. Und wir haben aktuell 311. Ne, 361 haben wir. Sind da noch welche drinne? Er hat jetzt hier keine Rohstoffe gerade. Was fehlt dir? Ah, du bist komplett leer. Alles klar, okay. Der ist komplett leer. Dann könnte ich den nicht abreißen, dann noch oben nehmen, noch eine Kugelfabrik machen oder was? Nee. Wir müssen hier unten wahrscheinlich auch noch eine Kranzfabrik dann hinbauen. Und hier, wie viele Kugeln brauchst du denn? 12,5 pro Minute. Ich hab das schon wieder in der Hand. Und du stellst her 4 pro Minute. Hä? Wenn der 12,5 pro Minute braucht und wir 8 pro Minute herstellen, das kann ja gar nicht funktionieren. Dann leidet er doch immer unter Kugelmangel. Müssen wir hier in der Mitte auch noch ein Werk hinstellen. Warte mal, dann nehme ich das da hinten erstmal dafür. Ja, du Diplom-Manufakturer. Kabel abklemmen.
Hier hinten noch Strom oder nicht? Nee, ne? Nicht mehr. Warte mal, dann gebe ich euch mal Strom von der Seite. Wieder Strom. Gut. Ja, falls, upsala, der ein oder andere sich wundert, wenn er die Folge sieht, dass wir vielleicht eventuell nicht ganz tagesaktuell sind, das liegt aber daran, dass wir so lange vorproduziert haben schon. Also theoretisch wird diese Folge jetzt hier erst im Februar erscheinen. Oh. Ja, ja. Oh, ich gut. Wir haben da durchaus ein bisschen Vorschub. Wir haben durchaus ein bisschen Vorschub bekommen. Jetzt nicht unbedingt schön, aber selten. Ja, damit wir während des Events das noch machen können. Genau. Logistik. Ich brauche hier mal einen Splitter. Den falsch rumgebaut. So, ich habe nebenbei die Space Elevator Dings noch aufgefüllt, dass wir quasi hier produzieren. Weiter produzieren, weil mit dem Space Elevator sind wir fast fertig. Juhu! Da fehlen uns noch 200, nein, 100 Stück von einer Sache. Was fehlt uns? Wo? Was? Wer fehlt uns? Uns fehlen 100 Stück von, das war hier. Modular Engines. Dann sind wir damit auch voll. Und, dann können wir das nächste Level des Space Elevators erforschen. Jo! Wolltest du gerade Space Engineers sagen? Das Basic. Ich gehe jetzt die Kohleproduktion, also die Kohleenergieproduktion weiterbauen. Brav. Kohleenergieproduktion. Mache ich hier mal etwas. Merkwürdiges. Ja, ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht, aber ich mach's erstmal. Im Sinne der Wissenschaft. Nee, im Dienste der Wissenschaft. Wer hat das mal gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Produktion wählen, Fixmess, Bündel. So. Und dann werden wir das. Hinbringen. Bündeln. So, und jetzt müssten hier auch Kugelhölfchen rauskommen. Irgendwann mal. Zwei Teile pro Minute, no power. Eieiei. Das ist ja eine mühselige Geschichte hier. Diese Kugelhaufen, das ist ja eine Geschichte, das ist ja. Da bist du ja langweilig bei. Ha. Na gut, okay, aber dann haben wir zumindest jetzt schon mal 4, haben wir schon mal 10 pro Minute. Besser statt als 8 pro Minute. Wenn er 12 braucht, da kann ich ja eigentlich einen dann runternehmen. Genau, es gibt ja neue Nachrichten zum nächsten Update von Satisfactory, zur Update 4. Und zwar werden damit dann Gase eingeführt. Gase? Was für Gase? Mhm.
und eigentlich nur ein Gas. Aber die Gasmechanik wird an sich eingeführt. Das wird dann auch mit Pipes einfach transportiert. Und du hast quasi ein... Es gibt dann so Gasfelder. Und du hast einen Pressurizer, also der macht Druck. Den gibst du, den drückst du quasi dort in ein Loch hinein und dann strömen die Gase rundherum heraus. Und... Ach, jetzt habe ich wieder was vergessen. Und damit wird man dann... Also dieselbe Mechanik von Feldern wird auch möglich sein für Wasser. Das ist, damit man auch Wasser pumpen kann, wo kein Wasser jetzt so nah in der Nähe ist. Und Kohl und Öl. Also es wird gasförmiges Öl geben, quasi was dann, nachdem es unter Druck ist und abgepumpt worden ist, ist es flüssig. Aber das heißt, es wird halt mehr Ölquellen geben. Aha. Und das Gas, was geben wird, ist Natrium. Nein, nicht Natrium. Irgendwas mit Naht. Hm? Mit Naht? Ich habe mir nicht genau gemerkt, welches. Gas aber mit Naht? Ich kann ja nachschauen. Eine Gasnaht? Was? Ja, genau. Wovon redet dieser Mensch? Ja. Von Gas. Dann lassen wir Gas ab. Du hast sehr erleichternd. Du hast das schöner gebaut als ich. Das ist so. Nitrogen. Nitrogengas, okay. Ja, genau. Also es wird Öl, Nitrogen und Wasser geben. Und das ist so, das sind dann so sternförmige Quellen und in der Mitte musst du einem Pressure-Ding hinstellen. Hier. Resource Well Pressurizer heißt der. Und dann gibt's einen Extraktor. Hast du noch einen Tuning-Teil? Nee. Bei dir könnte noch ein Tuning-Teil hier gebrauchen. Okay. Und dann kriegen wir gerade eine Kranzmaschine damit beschäftigt, ne? Dass die kontinuierlich Kränze macht. Ja, die könnt ihr dann auch noch eingebauen. Also zwei bräuchten wir noch. Zwei solche komischen Teile. Ich weiß nicht, wo man die herkriegt. Ja. Genau, und damit wird man dann einfach neue Teile machen können. Was machst du da? Ich mach da, dass mehr Kugeln, dass die Kugeln zusammenkommen. Na. Welche Kugeln? Dass da die goldenen Kugeln von so, der hier. Über... Laufkiste, die fast voll ist, auch noch mitverwendet werden. Ja. Oder man könnte theoretisch einen Splitter bauen, oder? Ja. Man baut doch hier einen Merger drauf, das Band, das ist klein und dann. Ja, ander. Das ist halt dann nicht so schön. Ach, naja. Davon habe ich mich eh verabschiedet. Aber schau, das habe ich auch selten gehört, wie du gerade vorhin gesagt hast, dass du schöner geworden als ich. Ja. Also ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel diese Etage nicht eingebaut. Ich habe einfach bloß das Förderband von oben, von dem, also ich habe oben auch ein, obere Etage habe ich es auch umgebaut schon. Ja. Einen Splitter oben drauf auf das Förderband gesetzt und einfach das Förderband rein in die Fabrik. Und nicht so einen Etagenlifter rangebaut. Mhm. Deswegen, also das hast du schöner gebaut als ich. Ich werde dann Merger. Muss ich ehrlich sagen, das hast du schöner gebaut als ich. Manchmal muss ich es ja einfach zugeben. Das kann ja nicht immer so sein. Dass auch ein blindes Huhn findet mal Korn. Auch ein blindes Huhn trinkt mal Korn, ja. Ja. Gut, schön, dass du das so schön hingekriegt hast. Das finde ich optimal. Versuch's halt. Ja. So geht's. So. Manchmal mache ich es schön und effizient. Jetzt fast besser nicht sagen können. Gut, hier oben habe ich auch noch jede Menge rote Kugeln und blaue Kugeln, die auf die Weiterverarbeitung warten. Da müssen wir voll auch nochmal weiterbauen. Okay. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was rausholen, dann
Ach, ist wieder der falsche Eingang gewesen. Ich wieder rum. So. Aber mein Rechner ist, glaube ich, gerade schwer beschäftigt. Also das sieht alles sehr, sehr buckelig hier. So. Ich hoffe, jetzt habe ich alle Teile da. Hier kommen Candy Canes raus, okay. Also auf der zweiten Etage haben wir schon auch, das ist ja sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da läuft doch schon mal was. Nehme ich die schon mal mit hier, eine nach unten. Dann gucke ich mal, wie viel wir insgesamt haben. Ob wir die 400 schon zusammen haben. Dann brauchen wir nämlich nur noch 100. Das wollten wir ja heute eigentlich noch schaffen, ne? Ja. Noch lustig werden. Oh. Was denn? Ich baue gerade. Ja? Die zweite Reihe von Kohlekraftwerken. Hm. Kohle, das heißt, Kohle, Kohle. Sollten wir. Ja, nochmal 12 dazu haben. 12 Kohlekraftwerke? Ja. Die dann auch Vollgas Strom bringen? Was? Die auch den Vollgas Strom bringen. Ja, was sonst? Bin mal noch gespannt, was wir da als Belohnung kriegen dafür, dass wir das ganze Geld gebaut haben. Einen noch schöneren Baum, wahrscheinlich. Nichts. Nichts. Gratulation, ihr habt nichts gemacht. Gratulation, ihr habt nichts geschafft. So, oh, hier haben wir noch 10 Kränze, die kann ich ja mal mitnehmen. Kann ich hier nochmal einsortieren? So, was haben wir hier Schönes drin? Da haben wir nochmal. Wofür brauchen wir eigentlich die Schleifen? Das war für einen Milestone. Jetzt brauchen wir keine mehr, oder wie? Ich glaube eher nicht. Ja. Aber für bestimmte Dekorationen. Brauchen wir die. Wenn wir irgendwas dekorieren wollen. Ja, nee, gerade nicht. Gerade wollen wir bloß die Fabrik ein bisschen in Gang halten hier. Dass noch ein bisschen was geht. Zeit, dass sich was dreht. So. Ja, ich will jetzt auch auf die Kommentare direkt nicht eingehen eigentlich, weil das hat bis dahin ja keine Halbjahrzeit. Fast einen Monat hin. Magst du etwa deine Zuschauer nicht? Doch, die mag ich sehr gerne sogar. Die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Also das kann man jetzt so nicht behaupten, dass ich meine Zuschauer nicht mögen würde. Hast dich gerade nochmal gerettet. Gerade so nochmal, sagst du? Ja. So, jetzt habe ich hier noch 70 Kugelhaufen. Die kann ich jetzt mal hier mit zuschießen. Kann der erst mal wieder fleißig produzieren hier. Gut. Also, wir kriegen circa, also wenn wir es jetzt so aufziehen, so pro Minute maximal einen dazu. Das heißt, wir bräuchten noch ungefähr 100 Minuten, damit es fertig wird. Also gute 2 Stunden noch. Okay. Wenn das oben auch so produziert. Und jetzt könnten wir die dritte Etage noch dazu bauen, wenn du möchtest. Da musst du bloß die ganzen Gerätschaften hinstellen, weil ich habe die alle nicht in der Tasche. Also ich habe nicht das Material dafür in der Tasche. Machen wir noch einen höher. So. Und hier schon das Metall oben.
Muss denn hier unten runter durch, ne? Ja. Das heißt, ich muss hier einen Ständer bauen. Hihi, Ständer. Eieieiei. Was war das denn jetzt? Ständer gesagt. Mal gucken. Das klappt so nicht. Warum nicht? Naja, weil es nicht klappen will. Ist aber nicht weiter schlimm, dann machen wir es klappig. Klapp, klapp. Also mehr flexibel wie ein Brecher ist, ne? Ja, ist nicht. Sehr schön. So, bin zurückgeflogen, weil ich was brauche. Was brauchte ich noch? Wenn du selber das nicht weißt, ne? Dann können wir dir auch nicht helfen. Mal ganz davon ab, dass wir dir sowieso nicht helfen können. Da ist nämlich Hopfen und Malz verloren. Oder nicht? Ja, ich hab schon wieder. Ich brauchte Encased Steel Beams, um die Vierer. Förderbänder. Förderbänder zu machen. Encased Steel Beams. Ah ja. So, dann haben wir das Erz schon mal jetzt hier rangefördert bis dahin. So. Muss das hier alles bloß hinpassen, wie das hinpassen muss. Dann brauchen wir für das Erz natürlich einen Schmelzofen, damit da Dings draus wird, ne? Damit da Bums-Dings draus wird, damit da Barren draus werden. Haben wir die aufgesplittet, die Barren? Ja, ne? Wie? Ich höre. Mensch. Ah, und wenn wir oben noch ein Stockwerk bauen, dann muss ich die Förderbänder verbessern. Die Zulieferer, weil da habe ich jetzt MK1 dabei nur. Wie meinst du, musst du verbessern? Weil das sind jetzt nur MK1, die halt 60 pro Minute liefern. Ja. Ja. Deswegen muss ich sie verbessern, wenn wir da einen dritten Stock dazu bauen. Weil jetzt hat jeder Stock halt 30 pro Minute aufgebracht. Ah ja. In der Gießerei werden die anderen Kugeln gemacht, ne? Ja. Dann brauche ich Rotoren, 40 Stück. Hast du die in der Tasche zufällig? Ich kann dir eine Gießerei hinstellen, dass du sie dann nimmst. Bist du? Ah, hier bist du. Ja, umständlich mir die Rotoren zu geben. Nur mal. Dann hast du gleich alle Materialien. Na gut, das ist ja. Ah, 50%ige Chance, dass ich das Falsche nehme. Was nehme ich? Das Falsche. Ich habe übrigens Satisfactory jetzt auch auf 4 Tage die Woche, damit die Folgen abgebaut werden. Okay. Ah. Ja. Die armen Fans dieses Let's Plays.
Wir müssen jetzt öfter schauen. Ja. Unglaublich, aber wahr, ne? Ja. Da könnten wir ein Problem kriegen. Mit den Fans? Nee, mit den Gebäuden, die hier alle drin stehen in der Halle. Nur mit den Fans? Mit den Fans kriegen wir doch keine Probleme. Was? Ach, ich nehme immer den falschen Aufzug. Auch? Ich kenne noch einen, der das sehr gut kann. Ja, jetzt ist natürlich ein... Natürlich, das wird echt zum Problem. Bei uns gibt es keine Probleme. Wo gibt es Probleme? Bei uns gibt es gar keine Probleme. Nee. Gar keine? Nö. Switch. Splitter. Ich brauche mal einen Splitter-Max. Wo ist der Splitter-Max? Der ist unter Logistik. Splitter. Splitter-Max. So, und dann hier. Guck mal, wie wir das Ding denn hier davor gebaut kriegen. Der Gießerei, der Gießerei. ja. Naja, das... geht sowas? Ah. Boah. Die Lexi sind gerade ein bisschen tierisch. Gut, okay, aber die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bei uns waren Chaos und Thompson. Tschüss. Tschüss.